Let's have it. Boys will be boys. Not all girls are raving bloody lesbians, you know. That is a misfortune that I'm perfectly well aware of. Says that I think more of you than I do of her. Well, you do, don't you? But we won't go into that. Oh! Go right ahead, boys. Don't mind me. But you're not a girl, you're a guy. And why would a guy want to marry a guy? Security. I think the right woman could reform you. You know, I think the right woman could reform you, too. Oh! These aren't my clothes. But why are you wearing these clothes? Because I just went gay all of a sudden. In 100 Jahren Kino wurde Homosexualität nur selten im Film gezeigt. Und wenn, dann war es lächerlich, erregte Mitleid oder sogar Furcht. Es waren flüchtige, aber unvergessliche Bilder, die zu einem bleibenden Vermächtnis wurden. Hollywood, die große Mythenfabrik, lehrte Heterosexuelle, was sie von Schwulen zu halten hatten. Und sie lehrte Schwule, was sie von sich selbst zu halten hatten. Keiner konnte sich diesem Einfluss entziehen. Filme sind wichtig und sie sind gefährlich, denn sie bewahren unsere Träume. In dem dunklen Raum wird alles in Frage gestellt. Man fühlt, was man sonst nicht fühlt. Das kann einem für sein eigenes Leben Mut machen. Do you consider the eating of oysters to be moral and the eating of snails to be immoral? No, Master. Ich glaube, heterosexuelle Männer fühlen sich unwohl, wenn zwei Männer sich lieben, weil sie das als Schwäche ansehen. Männliche Sinnlichkeit, die einem Mann gilt, halten sie für Schwäche und merken gar nicht, dass das lächerlich ist. Darum sagen die Leute auch, ich bin ein Mann, als ob das was damit zu tun hätte, mit wem man vögelt. Hollywood fürchtet immer noch die Leute, die glauben, dass Homosexualität und ihre Darstellung auf der Leinwand das Thema legitimieren. Natürlich tut es das. Es zeigt, dass Homosexuelle Menschen sind. Filme könnten uns viel mehr lachen oder weinen machen, wenn sie zeigen würden, wie unterschiedlich die Menschen wirklich sind.